Hallo, ich bin Stefan von Pro Survival. Ich bin hier in meinem Büro. Heute werden wir eine Unterkunft bauen. Ich habe mir da schon ein paar Sachen überlegt. Gehen wir einfach mal los in die Wälder, suchen einen geeigneten Lagerplatz, wo ich auch ordentlich Baumaterial finde. Ich habe ja schon begonnen. Nachdem ich diesen Lagerplatz ausgewählt habe, hier liegt ordentlich Baumaterial herum, das ich benötige, um eine Unterkunft zu bauen. Ich werde die relativ kompakt halten. Hier ist mal das grobe Gerüst. Ich habe mir gedacht, ich mache eine Kombination aus einem Pultdach und einem A-Shelter. Vielleicht wird es gut, vielleicht wird es auch der totale Horror. Probieren wir es aus. So, ich habe ein bisschen weitergearbeitet. Das ist anstrengend. Kommt mit. Mal sehen, wie weit wir sind. Voilà. Das ist der momentane Status des Lagers. Ich habe hier noch mehr Holz aufgelegt. Er ist ungefähr so geräumig, dass man darin liegen kann. Was hier ein Problem werden könnte, ist natürlich, dass der Winkel des Dachs ein bisschen flach ist. Das heißt, wenn es richtig doll regnet, dann könnte das Wasser nicht mehr ablaufen. Vielleicht wähle ich den, also ich würde den beim Ernstfall wahrscheinlich steiler wählen. Gucken wir noch die Seitenteile an, die sind ganz schön geworden. Seht euch das an. Ist das nicht eine gelungene, schöne Sache? Ich werde das jetzt noch weiter abdecken und so wind-, wasser-, wetterfest wie möglich machen. Zwischenzeitlich ist es Zeit für ein Feuer. Ich werde hierfür wieder mal einen Mischmetallstab benutzen. Mein Sohn hat gestern etwas gesammelt, und zwar Distelbärte und ordentlich Birkenrinde. Dies wird mir als Zunder dienen. Ich habe ja schon alles soweit vorbereitet. Ihr kennt das bestimmt schon. Ich werde heute ein Pyramidenfeuer machen. Das heißt, zuerst dieser Zunder, der die ersten Funken fangen soll. Die Birkenrinde wird danach die erste Flamme fangen. In der Theorie. Ich hoffe, das klappt. Das letzte Mal hatte ich feuchten Zunder. Das war Katastrophe. Das war absolut schwierig. Aber es hat doch noch geklappt. So, bei Odin. Birkenrinde enthält viele ätherische Öle. Die erzeugen hier diesen schönen Rauch. Schmeckt aromatisch. So, ich lege hier schon ein bisschen Holz drauf. Ein Pyramidenfeuerchen ist eine Sache, die langsam wächst. Sie scheint hier zu klappen. Tolle Sache. Ist immer schön, wenn ein Feuer klappt, nachdem man alle diese Zutaten wie den Zunder aus der Natur entnommen hat. Richtig schön wäre es natürlich noch mit Feuerbohren, aber das ist eine Geduldsprobe. So. Noch Zeit, euch meinen Kameramann vorzustellen, mein Sohn Jarno. So,
gehen wir mal zu unserem Lager. Ich habe zwischenzeitlich noch etwas daran gearbeitet. Hier mal ein bisschen Laub mit meinem Sohn zusammen und Moos in einigen Mengen. Das Ganze ist jetzt schon etwas solider. Die Decke habe ich mit Rinde belegt. Das sollte den relativ flachen Winkel korrigieren, damit das Wasser dennoch hier rüber abfließen kann. So, jetzt machen wir das Ding noch ein bisschen windfester, wetterfester. Die ganzen Lücken an den Seiten müssen gestopft werden. Ah. Moosteppiche aus dem Boden reißen ist eine harte Arbeit, aber es lohnt sich. Ich habe die Seiten der Unterkunft nun mit Moos bedeckt und zwischen die Lücken geschoben. Das sieht schon recht anständig aus. Gucken wir mal rein. Bestimmt nicht die geräumigste Unterkunft, um drin zu liegen. Wer würde es allerdings gehen? Ich kann mich sogar strecken. Was noch fehlt, ist eine gute Bodenisolierung. Hallo. Mein Sohn pflückt noch das Gestrüpp aus dem Untergrund. Zwischenzeitlich habe ich noch das Moos beschwert mit weiteren dicken Stecken. Dasselbe habe ich mit der Decke gemacht. Jano hat mir natürlich dabei geholfen, auch bei den Moosteppichen. Das ganze Moos kommt von hier, diesem tollen Waldstück. Das kann man wirklich wie Teppiche rausreißen. So, damit hätten wir es geschafft. Hier steht unser Lager. Das ist richtig fest geworden durch das Gewicht des Daches. Drückt das die Astgabeln noch tiefer hier in den Boden hinein. Ich habe dann noch mit meinem Sohn zusammen Laub draufgeworfen, damit das noch ein bisschen besser isoliert. Jetzt noch ein wichtiges Wort. Der Olle Günni hat mir auf Facebook 3 Fotos gezeigt von einem Lager, das total in die Hose gegangen ist. Die haben Plastikplanen abgespannt und mitten im Lager ein Feuer angezündet. Natürlich hat das ganze Lager angefangen zu brennen und sie haben das ganze Durcheinander noch nicht einmal weggeräumt. In so einem Lager wie hier wäre ein Feuer eine riskante Sache. Einerseits haben wir hier diesen Baum. Wenn der mal anfängt zu brennen, dann gute Nacht. Das Lager selbst besteht aus Holz natürlich. Das brennt ebenfalls. Die einzige Möglichkeit, wo ich ein Feuer hier sehe, wäre in diesem Bereich eine Grube zu graben und das Feuer so zu halten, damit dass die Flammen nicht unkontrolliert hier ausscheren und ihre Umgebung anzünden, möglichst auch Steine rundherum. Dann hat man hier grundsätzlich eine gute Feuergelegenheit noch. Man könnte hier noch einen Reflektor hochziehen, der dann das Ganze ins Innere der Unterkunft hier hineinleitet. Die Bauzeit hier hat ungefähr 3 Stunden gedauert. Eine angenehme Zeit für eine so gute, schöne Unterkunft. Damit schlafe ich jetzt ein und verabschiede mich für Pro Survival. Packen wir es an.